Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Tutorial-Folge. Ja, wir machen heute weiter mit Wendeflug. Kennen wir irgendwo ja schon, ne? Aber schauen wir. Jo, ne, also davon sind nur 5 Kategorien insgesamt. Einen haben wir schon mit Gruppen. Jetzt ist Wendeflug angesagt. An sich sollte nicht lange dauern. Dann machen wir noch 2 und 3 hinterher. Karte wird geladen. Ah, wieder hier. Ja, Fachwerk steht. Gut. Gehen wir zum Traktor. Und da ist eine Gruppe, der Flug. Juwel 8. So. Fahr von dem Flug. Der Geräusch kam ein bisschen später, ne? Ah, klappt schon besser. So, hängt dran, ein gutes Stück. Fahr auch mal im Flug. Haben wir gemacht. Okay, Fahrer zu Feld 15. War noch nicht ganz am Punkt erreicht. Ich glaube, der lebt nicht lange. So, wir fahren mal Feld 15. Das kennen wir schon, ne? Sehr schneller Traktor. Also hier ist hier Klaas. Ist aber okay. Bremse. Klappe den Flug aus. X. Dann. Dieser Flug ist ein Gerät, das etwas seitlich vom Fahrzeug gezogen wird. Der Flug muss in einem Feldbearbeitungsdurchgang immer dieselbe Richtung zeigen. Von der anfänglichen Feldkante weg. Mhm. Ja, gut. Drehen den Flug mit R. Und dann senken. Aber wir drehen mal fertig. Senken. Flüge die erste Bahn. Wenn du das mit dem Flug versetzt fahren musst, kannst du dieses Fall die blaue Spur folgen. Aha. Eben mit Thermomat, ne? Und sonst fahren wir schnell. Noch habe ich die Lenkung nicht aktiviert, irgendwie keine Ahnung warum, aber das müssen wir noch üben. Folge der blauen Spur. Flüge die erste Bahn. Eben klar, und so einen kleinen Traktor und so einen kleinen Flug ist so ein kleines Feld ziemlich groß, ne? Aber da kann man mit einer Sense ernten hier, so klein ist das. Das wäre schon viel zu teuer. So. Wo Drescher eigentlich mehr als Gänge macht, der drescht ja auch gleichzeitig, ne? So. Angekommen. Hebe den Flug aus. Wechsel auf die zweite Bahn.
So, damit der Flug in der nächsten Bahn von der Feldkante wegzeigt, muss er in die Richtung rotiert werden mit R. Ah, okay, jetzt also wird ja dann im Bereich Flügen schon wahr, ne? Senke den Flug, aber erstmal abdrehen. Das geht ja vollautomatisch. Den Vorfahren noch. Und senken. Flüge die zweite Bahn. Mit T, Tempomat. Und wir lenken ein bisschen, ne? Er zieht ein bisschen nach links. Wir müssen ein bisschen gegensteuern. Er macht, keine Ahnung, 6 km/h, 8. Gab's heute früh Bier zum Frühstück oder was? Flüge die zweite Bahn. Wann können wir erstmal ernten? Das ist eine gute Frage, ne? Das wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal. Noch ein paar Meter. 10, 8, 7. S. Schließe das Infofenster. Überspringen, ja. Nächste Teil, Vorgewende. Beginnen wir gleich, ne? Schauen wir noch. Gerade wird geladen. Das ist 10 nach 6. Wahnsinn. So. 0729. Oh ja, in dieser Zeit lernst du, wie das Vorgewende ist, welche Arten es gibt und wie du es richtig auslegen kannst. Jede Art der Feldbahnen benötigt ein Vorgewende, um Platz für das Wendemanöver auf dem Feld zu haben. Je größer das Gespann mit dem geeignet wird, desto mehr Platz muss das Vorgewende bietet. In den meisten Fällen reichen 2 bis 3 Vorgewende waren aus, um die Bearbeitung des Feldes wenden zu können. Dabei wird das Feld im Vorgewende in den Vorgewende und den Feldbereich unterteilt. Aha. Oh, mein Hintern. Vorgewende, steht mit weiter. Es gibt grundsätzlich 2 Arten von Vorgewänden. Die Verwendung hierbei um Arbeitsschritt ab. Bei der Ernte wird das Vorgewende im Kreis um das Feld angelegt, um nach die Feldbahn zu bearbeiten. Mädelsbereich, Getreidetaschen, total, ja. In diesem Bereich, Beispiel, können wir um das Boden bearbeiten. Und diesen Regel die Stirnseiten des Feldes, 2x7 Feldkarten, als Vorgewende verwendet werden. Hier gelb markiert. Um doppelte Bearbeitung einiger Bahnen zu vermeiden, werden die Stirnseiten durch 2 Feldbahnen an der Seite verbunden. Dadurch produziert das Feld U-förmige Vorgewände, das zum Wenden verwendet wird. Aha. Das restliche Teil des Feldes, hier grün markiert, wird regulär als Feldbahn bearbeitet. Also wie bei Cosplay, Feldbahn beginnt oder Feldreihen oder Außenbahn, ne? Vorgewände. Ja, das ist gut. Wie schön, ne? Schön dargestellt, ne? TÜV fährt ganz schnell. Die Bearbeitung beginnt mit dem Feldbahn. Dabei wird das Vorgewende genutzt, um die Bahn nächsten Ende zu wenden und das Feld verlassen, ohne das Feld verlassen zu müssen. Na gut, hier wäre genug Platz, ne? Gras ist da, ne? Die erste Bahn startet an das Vor, Verbindungsstraße, die zweite Vorgewende beiden Seiten ist von beiden Feldrichtungen um das Breite des Vorgewendes nach innen versetzt. Der Startpunkt wird an die Stelle gewählt,
um später ohne Unterbrechung das Format arbeiten zu können. Mhm. So, das Lesen fällt mir schwer. Wenn die Bearbeitung des Feldes, der Feldpart abgeschlossen ist, kann nahtlos in das Vorgewende übergangen werden. Diese Bahn von innen nach außen bearbeitet werden. Jetzt bist du dran, bearbeite nun die Feldbahn und danach das Vorgewende. So, Kursplay. Senke in Gruppe. Jetzt trinkt man einen Schluck immer hier. So, Durst hier. Warme Luft. Das wird aber, oh, 10. Ist aber ein kleines Feld. Schauen wir mal, ne? Wie das klappt. Zeitlich. Ansonsten müssen wir ein bisschen länger machen. Senke den Gruppe. Gruppe die erste Bahn. Gehen wir mit dem Tempomat vor. Halte Ende der Bahn an. Na gut, können wir machen, ja. Bin ich ganz drinnen im Feld. Hebe den Gruppe an. Wende in 3 Zügen zur nächsten Bahn. Wieder kompliziert. Na gut, das sind 4. Das ist ja kurz vor nicht passiert. Oh, da gibt Gas. Guck mal, die zweite Bahn, ne? Und hier zeigt sich der Nachteil von kleinen Feldern. Die müssen viel zu oft wenden. So, kommen wir die zweite Bahn bis zu dem Punkt. Ja, gleich nochmal, ne? Auf. Nein, der Bruder ist so schnell. So. Quasi dritte Bahn. Mittelpunkt der Erde. Gut. Vorgewende. Man kann also gut die Fahrdinger sehen. Guck mal, die geht's bergab hier. Und hier rüber. So, kommen wir die vierte Bahn. Wow.
und Tee mit Tempomat. Knappe 8 km/h. Ob der auch schneller fahren kann? Ich glaube, das bringt hier nichts, ne? So, gleich mal wieder hoch. Erstmal anhalten. So. Und weiter geht's. Die 5. Bahn. So, machen wir eine Bahn nach der anderen. Ich möchte gerne Turtle zu Ende zeigen, deswegen machen wir ein bisschen länger heute. So. Gleich wieder weg zur Bahn gehen. Ich fließe sogar direkt, ne? Bisschen weit gefahren. Die Wiese. Vor allem den gelben Strich, ne? So, schon wieder angekommen. Kurz Gas wegnehmen. Heben und rüberfahren. Ein Verkehr ist aber auch hier, grüne Autos. Nichts zu tun. So. Bau und Tee und ein bisschen lenken. Wie ihr seht, die Zeit geht ja auch dabei, ne? So ein bisschen, ne? 10 und 10. Wir haben ja jetzt hier Tagesrhythmus. Totale, also ganze. Ein ganzes Jahr Prinzip, also die Zeit ist über das Jahr verteilt. Ist nichts hier außer eher zur gleichen Zeit. Hier ist praktisch so wie Seasons. Das alles Prinzip der Jahreszeit entsprechend ist. Und sicherlich wird auch die Frucht und das wachsen, was hier möglich ist. Ne? Wir haben den Flug nicht hochgehoben. Das wäre im Normalfall nicht gut für den Flug, das wäre, glaube ich, hohe Belastung. Wenn der kreuz und quer fahren müsste. Ne? So. Aber wird Überlänge, glaube ich. Ich werde euch kurz zur nächsten Folge das Ende anzeigen und dann machen wir weiter. Sag mal tschüss, ciao, ciao. Jo, bis morgen. Schönen Dank fürs Reinschauen. Morgen, ganz zum Schluss, werden wir hier die, also anfangs, die Totale beenden. Und dann machen wir halt weiter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.